Hallo, willkommen zurück in der Klemmbaubude. Heute wieder ein Modell von Blue Bricks, und zwar der 1957er Plymouth Fury aus dem Film Christine. Blue Bricks bezeichnet es einfach als US-Coupé, zweitürig. Aber es ist ganz eindeutig, was hier für ein Fahrzeug gemeint ist. Und an dem Fahrzeug habe ich ein paar Veränderungen vorgenommen, die möchte ich euch mal zeigen. Es betrifft Farbänderungen, genauso wie Chromteile und ein paar bauliche Veränderungen, die meiner Meinung nach das Auto schöner machen. Was auch der Grund ist, warum ich das Auto erst so spät mir zugelegt habe. Das gibt es ja schon seit Anfang an bei den 1 zu 18ern Modellen von Blue Bricks. Aber ich habe lange gezögert, überlegt, was kann man ändern. Ja, und jetzt gehen wir die Sache mal der Reihe nach durch. Also offensichtlich, klar, die Chromteile, alles was Light Blue, Grey war, ist jetzt Chrom. Dann habe ich vernünftige Reifen eingebaut. Diese Zahnradreifen ersetzt durch gescheite Reifen, die zum Beispiel Legos 4500 drauf hat. Gleiche Größe, gleiche Breite, passt einwandfrei auf die Felge. Dann seht ihr auch gleich noch, ich habe die Radkappe verändert. Die ist jetzt hier zweiteilig. Normalerweise ist ja dieser Parabolspiegel verbaut als Radkappe. Hätte ich zwar auch verchromt da, aber hat mir nicht so gut gefallen, weil es dem Original einfach nicht nahe kommt. Ich kann dir mal ein Foto einblenden. Weil ganz eindeutig hat die kleine Speichen, die Felge normalerweise. Und die habe ich realisiert mit diesem Zahnrad, was Blue Bricks auch bei LKWs zum Beispiel verwendet, vorne an den Felgen. Und darauf ein kleine 2x2 Parabolspiegel drauf. Beides verchromt übereinander. Passt genau auf die Achse, die Blue Bricks bei diesem Modell verbaut. Und somit sieht das sehr originalgetreu aus. Hat aber einen kleinen Nachteil, wenn man das Auto bewegt. Es rollt einwandfrei, aber die Felge bleibt stehen. Das ist dieser Konstruktion mit dieser Bar geschuldet, weil sich das Rad auf dieser Bar, was als Achse fungiert, dreht und nicht zusammen mit der Achse. Und somit bleibt die Achse quasi stehen und das Rad auf der Achse dreht sich und die Felge, da diese wiederum, oder die Radkappe, diese wiederum auf dieses Bar gesteckt ist, bleibt die natürlich auch stehen. Aber da das Modell sowieso nur im Regal steht, stört mich das nicht weiter. Da interessiert mich mehr die Optik, die es hergibt. Und es ist stimmiger für meinen Geschmack. So, und dann, wenn wir es schon mal von der Seite sehen, das Modell, diese Zierleiste, die hier jetzt in weiß ist, bis hoch zur Heckflosse, hat Blue Bricks in grau dargestellt, kommt aber im Film eher weiß rüber. Es ist irgendwie poliert ist es nicht. Das ist eher so ein gebürstetes Aluminium, was man da sieht. Und das erscheint sehr, sehr, sehr hell. Und das Grau, was Blue Bricks verbaut hat, war einfach zu dunkel. Deswegen habe ich es dann in weiß eingesetzt. Dann noch eine Kleinigkeit hier vorne. An der Stelle sind normalerweise zwei Noppen zu sehen. Das ist so ein ganz normale Wedged Blade, die eben Noppen hat, beiden Seiten. Und bei WeBrick bekommt man diese Teile als Tiles, also als Fliese, wo die Noppen dann fehlen. Das gleiche Rot, von daher passt wunderbar hier die Karosserie und somit ergibt es hier eine schöne glatte Fläche. Eine weitere Geschichte ist vorne das Markenemblem. Das sitzt bei Blue Bricks hier oben im roten Teil und ist eigentlich viel zu hoch angesiedelt. Wenn man sich ein Originalfoto anguckt, geht das Emblem schon in diesem Chromgrill schon los und ragt dann über das Rot hinaus. Und das habe ich versucht hier so darzustellen, indem ich einfach dieses Emblem oder dieses Teil, was das Emblem darstellen soll, einfach tiefer gesetzt habe. Und darunter seht ihr auch gleich noch eins von zwei Drucken, nämlich die Nummernschilder. Das ist das Originalnummernschild aus dem Film. Dann an der Motorhaube sieht man hier vorne, habe ich ebenfalls diese Curved Corner Slope, Corner.
Corner Slopes. Die Curved Corner Slopes verwendet in Rot. Die gibt es jetzt bei Bluebricks als Part Packs. Auch in vielen anderen Farben noch. Hier waren normalerweise einfache 2x2 Curved Slopes, wie sie hier in der Mitte verbaut sind, eingesetzt. Und da war das Ding sehr kantig. Und somit ergibt es hier eine fließendere Form. Dann habe ich noch eine Antenne eingesetzt. Die sieht man im Film auch. Also muss die dahin. Die haben sie wohl vergessen. Oder nicht gesehen, wie auch immer. Und ich habe die Verläufe der Radkästen verändert. Einmal hier vorne. Man sieht hier, die sind ja so Inverted Slopes verbaut. Die haben hier vorne so eine kleine Kante jeweils. Und dann war oben drüber dieser Brick Arc gesetzt. 1x6. Und der hatte ebenfalls diese Kante unten drin. Das ist das Originalteil von Bluebricks. Da sieht man hier diese Kante. Und die hat wiederum dann die Kante, die hier sowieso schon war, von diesem Inverted Slope noch verstärkt. Dann war hier so ein gerades Stück, was nach oben ging. Das fand ich nicht so schön. Und da habe ich mir die ältere Bauart dieses Brick Arcs besorgt von Lego. Gibt es für ein paar Cent bei Bricklink. Und da geht der Bogen bis unten hin. Und somit kann man wenigstens diese 1,5 mm gerade Kante noch eliminieren. Und somit ist es ein bisschen harmonischer, das Ganze. Am hinteren Kotflügel, der ist komplett umgebaut. Da war eine wirre Konstruktion mit Lampensteinen, die innen drin versteckt waren. Darauf war wiederum eine 1x6 Fliese quer eingebaut, also ja, senkrecht. Und es entstand hier unten an der Stelle und an der Stelle jeweils eine Lücke. Das ist sehr unschön. Guckt euch mal das Bild an. Ich kann immer das aus der Anleitung einblenden. Da sieht man das. Das sieht nicht schön aus. Das kriegt man besser hin. Da ja Bluebricks sowieso die Einstecknoppen anbietet und sowieso auch verbaut an vielen Stellen, bin ich hingegangen und habe folgende Teile mir besorgt. Die sind jetzt auch von Lego. Eigentlich sind sie so rum. Das sind normale Inverted Curved Slopes mit einer Noppe oben drauf. Und die habe ich so rum eingebaut. Einmal die lange Variante. Und die gleiche gibt es auch noch einmal zwei. Das ist das Gegenstück dann dazu. Und dazwischen. Und dazwischen habe ich eine umgedrehte 1x3 Fliese in Rot gesetzt. Und somit gibt es von hier bis da eine schöne Linie, die gekrümmt ist. Und dem Original-Rathausausschnitt sehr nahe kommt. Da muss man nach oben hin dann mit ein paar Einstecknoppen arbeiten. Aber das klappt tadellos. Und als unterer Übergang zum Unterboden habe ich dann so ein, ja, was ist das? Das ist so ein Eckslope für ein Häuserdach, wo die Noppe unten fehlt. Umgekehrt eingebaut. Und somit gibt das, wie ich finde, einen schönen Übergang. So, hinten habe ich nur noch die Auspuffrohre etwas dicker gemacht und verchromt. Ja, und das war es dann auch. Ah ja, innen drin, man sieht es hier. Das Lenkrad. Da habe ich mir ein weißes Lenkrad besorgt, das ist auch von Lego. Weil damals waren die Lenkräder in solchen Autos auch farblich gestaltet. Die waren nicht einfach grau oder schwarz. In dem Fall war es weiß, hat eigentlich noch rote Elemente dran gehabt, aber das hätte man jetzt lackieren müssen. Das muss jetzt auch nicht sein. Also ein weißes Lenkrad ist da schon stimmig genug. Genau. Alles in allem. Jetzt ein ganz tolles Modell, finde ich. Man erkennt auf den ersten Blick, was es ist. Und das Chrom hebt noch alles ein bisschen mehr hervor. Diese alten Schlitten, die hatten einfach viel Chrom und das muss man auch so darstellen. Also da sollte auf jeden Fall eine Special Edition rauskommen. Es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Sache, die mir nicht so gut gefällt. Das ist die Frontscheibe, aber da müsste man ein eigenes Element entwickeln, um da eine gekrümmte Scheibe, die hier ums Eck rumgeht, zu realisieren, das müsste ein eigenes Element sein.
Dadurch, dass das Auto sehr breit ist und links und rechts von der Scheibe jeweils viel Platz, stört es auch diesmal nicht so arg, dass diese A-Säule so wuchtig daneben steht. Das Gesamtbild, das passt dann schon, finde ich. Okay, was haltet ihr von dem Umbau? Sieht das gut aus, so wie es ist, oder hätte ich es bleiben lassen sollen? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich würde mich freuen. Gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Ich würde mich super freuen. Und so bleibt mir nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal, zu einem neuen Video aus der Klemmbaubude. Ciao!